Naja, ich bin in der Sicherheitsbranche seit 1969 eigentlich. Ich habe damals die Idee gehabt, dass man Computer manipulieren könnte an der Universität Köln. Habe Manipulationsprogramme geschrieben, habe sie auf einem IBM-Rechner unter Aufsicht von IBM getestet, habe festgestellt, dass ich den Nachweis damit eindeutig erbracht habe. Ja, und dann hat IBM mich engagiert und bezahlt mit einem Tagessatz eines kaufmännischen Angestellten im Monat. Und dann dachte ich mir, ja, das ist eine komfortable Basis, ich bleib dabei. Es klingt jetzt sehr arrogant, wenn ich sage, die Sicherheitsbranche hat sich in der Gestalt verändert, dass alles das eingetreten ist, was ich damals prognostiziert habe in meiner Diplomarbeit. Ich habe damals Hacker prognostiziert, ich nannte sie nicht so, ich nannte sie Online-Spionage und Online-Sabotage. Ich habe Computermissbrauch zu eigenen Zwecken prognostiziert, das sind heute die Botnetze. Ja? Ich habe prognostiziert, dass die Manipulationen von Input und Software ganz große Probleme bringen werden, weil auch das war schon erkennbar, die Fachleute der Abwehr nicht mächtig waren. Und ja, das hat die Branche verändert. Sie haben völlig recht mit der Frage, nur anders als die meisten Leute glauben. Also ich will nicht sagen, dass sie gefährlicher geworden ist, es ist immer gefährlich gewesen. Die Wichtungen sind heute anders, die Schadenshöhen sind heute anders. Früher konnte man mit einem einfachen Sabotagefall nicht Milliardenschäden verursachen, das ist heute denkbar. Insofern hat sich die Sache wirklich verschärft als Situation, ich will nicht sagen gefährlicher, aber verschärfter. Und da wird auch noch weiteres auf uns zukommen, denn es wird heute ja militärisch in dem Bereich aufgerüstet. Wir tun das inzwischen wegen Abwehrmöglichkeiten, die wir entwickeln wollen. Andere Länder haben Angriffsstrategien entwickelt, die beängstigend sind. Und stellen Sie sich mal vor, wir haben einen Krisenfall und Computerhacker mit militärischem Hintergrund und dem Geld, was dahinter steht, manipulieren unsere Kraftwerke, schalten den Strom aus und so weiter. Das ist nicht undenkbar, das ist nicht Science Fiction, das ist nicht mal Fiction, das ist Fact. Also Unternehmensawareness ist extrem wichtig. Ich arbeite selber auch auf dem Gebiet. Ich habe seinerzeit schon 1969 mit dem Aspekt der Akzeptanzpsychologie Sicherheitsberatung gemacht. Das hat sich sicherlich bewahrheitet, dass man das verstärkt tun muss. Und Awareness-Arbeit ist eine Zukunftsarbeit, die heute noch stark vernachlässigt ist. Aber ich glaube, die Beteiligten wachen auf und es wird sich verbessern.